Hallo draußen an den Geräten, ich bin Wolfgang Kreuzig mit einem neuen Video. Heute geht es um Smartphone-Gimbals von DJI. Der chinesische Hersteller hat vor ein paar Monaten seinen neuen Gimbal OM5 vorgestellt und ich habe ihn seither aktiv in Benutzung, und zwar beruflich als Fachjournalist. Davor hatte ich über ein Jahr lang den Vorgänger OM4 im Einsatz, den es übrigens als OM4 SE mit weniger Zubehör weiterhin gibt. Die technischen Daten von OM4 und OM4 SE sind identisch. Was ich also jetzt sage, gilt im Prinzip für beide OM4s. Und in dem Video schauen wir uns vor allem die Gemeinsamkeiten der beiden Geräte an, die Unterschiede und welche Gimbal für wen geeignet ist. Wichtiger Hinweis vorneweg, ich habe mir das gute Stück selbst von meinem eigenen Geld gekauft. Kein Sponsoring, kein Gratisexemplar. Starten wir mit den Gemeinsamkeiten. Eine wichtige Gemeinsamkeit ist, beide Gimbals nutzen das gleiche magnetische Klammernsystem. Tatsächlich ist die Klammer hier einfach mit einem Magneten befestigt, schnell abgemacht, schnell wieder drauf. Das schnappt automatisch in die richtige Richtung und ist auch wirklich stabil, also da fällt auch nichts runter. Und das geht bei, nehmen wir den anderen, beiden Gimbeln gleichermaßen. Die nutzen beide die gleiche Klammer und können benutzt werden. Ich finde das wirklich sehr, sehr hilfreich. Vor allem, wenn ich auf einer Messe unterwegs bin, lasse ich die Klammer einfach die ganze Zeit auf der Kamera, stecke das Handy auf die Seite. Wenn ich spontan irgendwo ein Video drehen muss, nehme ich es einfach raus, werfe es mehr oder weniger auf den Gimbal. Und wenn ich den dann anschalte, bin ich tatsächlich in sehr kurzer Zeit, tada, einsatzbereit und kann loslegen. Funktioniert einwandfrei bei beiden Gimbals. Beide Modelle. OM4 und OM5 haben dieselbe Nutzlast, 170 bis 290 Gramm. Damit können Geräte auch mit schweren Smartphones mit Zusatzobjektiven ausbalancieren. Aber manche der kleineren Telefone sind zu leicht. Das iPhone SE zum Beispiel wiegt nur 148 Gramm und ist damit 22 Gramm zu leicht. Und das kann tatsächlich ein Problem sein, denn bei zu geringer Belastung können Gimbals anfangen zu zittern und zu wackeln. Abhilfe schafft bei zu leichten Telefonen da schlicht einfach eine Schutzhülle für Smartphone, dann wird die schwer genug. Ich selbst hatte die Gimbals mit dem iPhone 8 Plus und hier dem iPhone 12 Pro Max im Einsatz, auch mit Schutzhülle und immer ohne Probleme. Eine weitere Gemeinsamkeit, es gibt hier solche Richtmikrofone zum Anstecken an Smartphone, die hier unten an den Bodenanschluss rankommen. Die passen aufgrund des Arms hier bei beiden Gimbals nicht dran. Was aber sehr wohl passt, sind drahtlose Funkempfänger. Das heißt, mit einem dünnen Kabel an der Seite passt das Ganze dran. Allerdings muss man sagen, nur im Querformat, im Hochformat kommt man mit der unteren Achse in Kollision. Beide Gimbals kann man mit jeder beliebigen Video-App nutzen, auch den Standard-Apps. Die Bewegungssteuerung funktioniert aus dem Gimbal heraus, Gimbal intern. Wenn man aber die anderen Knöpfe und Schieber, die hier überall dran sind, bei beiden wirklich sinnvoll nutzen möchte, dann sollte man die DJI Mimo App nutzen. Das gilt dann auch für den Einsatz der Verfolgenfunktion, also Active Track. Bei der App fängt es dann auch mit den Unterschieden zwischen den beiden Geräten an. Beim OM5 erscheint ein kleines buntes Icon mit den sogenannten Shot Guides, eine Art Assistent für Szenefolgen. Für meinen beruflichen Alltag ist das weniger nützlich, aber für Hobbyisten mag das ganz spannend sein. Vor allen Dingen wird man ein bisschen inspiriert und kriegt gezeigt, was man alles drehen könnte. Das heißt, wenn man sich was Neues ausprobieren möchte, ist das vielleicht ganz nützlich. Beim OM4 und dem OM4 SE ist dieser Menüpunkt in der App nicht verfügbar. Ein weiterer Unterschied in der App: der neue Gimbal verwendet Active Track Version 4, während der OM4 nur Active Track Version 3 verwendet. Ich konnte da ehrlich gesagt keinen großen Unterschied spüren, aber vielleicht zeigt sich das auch erst bei schnellen Bewegungen, wie was weiß ich, beim Skateboarden, und das bin ich halt nicht. Also von daher, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Der auffälligste Unterschied, und das wird auch schon auf der Packung sichtbar gemacht, ist der, Achtung, integrierte Selfie-Stick. Diese Extension Rod, wie DJI den nennt, ist zumindest jetzt hier in den ersten zwei Monaten noch angenehm schwergängig und hat an der Oberseite auch ein Gelenk, wo man dann im Prinzip den Winkel einstellen kann. Und auch dieses Gelenk ist schön steif und schwergängig. Ob das tatsächlich über die Jahre so bleibt bei der häufigen Benutzung, ist natürlich eine Frage. Es ist sicher ein bisschen sensibleres Teil. Durch diesen Extension Rod müssen ja auch Kabel für Strom und Steuerung der Gimbals durchgeführt werden, die irgendwie ein- und ausgerollt werden. Also das mag so ein bisschen sensibles Teil sein. Aber jetzt in den ersten Monaten muss ich sagen, es ist tatsächlich, es wirkt robust, es fühlt sich stabil an. Da wackelt und klappert nichts. Ja,
Im direkten Vergleich muss ich allerdings sagen, dass der OM4 insgesamt robuster, stabiler wirkt. Die Gelenke sind alle ein bisschen kräftiger, dimensioniert. Das wirkt alles ein bisschen wuchtiger und größer. Ich habe ihn jetzt auch nur ein Jahr lang bis jetzt. Aber so gefühlt müsste der länger halten, ohne dass ich das jetzt erst schon heute sagen kann. Der ausfahrbare Stick ist vor allem für Moderationen im Vlogging-Style nützlich und auch für manche kreativen Shots, wie irgendwelche Drohnen, Pseudo-Drohnenaufnahmen, wenn man von oben ein bisschen filmen will, ist das ganz nützlich. Aber was es wirklich bringt und wo die Grenzen des Systems liegen, zeige ich im separaten Video im Real-Life-Test, auch auf einer Messe beispielsweise. Und den verlinke ich irgendwo in der Beschreibung. Beide Gimbals kommen mit so einem kleinen Stativ, das an- und abgeschraubt werden kann. Das ist bei beiden identisch und lassen sich zusammenfalten, sind dann schön kompakt. Die sind klein und leicht zusammenpackbar. Aber da landen wir auch gleich bei einem der nächsten wichtigen Unterschiede, und zwar dem Gewicht. Der OM5 ist mit gut 290 Gramm um fast 100 Gramm leichter als der OM4. Und das sind immerhin rund 25%. In einer großen Kameratasche mag der Unterschied kaum auffallen. Aber wenn ein Gimbal wie ich auf der Messe oder auf einer Pressekonferenz gern mal in die Jackentasche steckt, dann macht sich das deutlich bemerkbar. Sowohl, dass er kleiner ist, als auch, dass er leichter ist und nicht so am Sakko zieht. Ja, da kommt auch der geänderte Faltmechanismus des OM5 zum Tragen. Dass sich das Ganze so schön kompakt zusammenklappen lässt, ist einer ausgeklügelten Mechanik zu verdanken, die meines Erachtens aber auch wieder ein kleiner Nachteil ist. Man muss, um den Gimbal zu öffnen, den OM5, den neuen, immer erst hier das nach hinten klappen, bevor man ihn aufziehen kann. Wenn man das nicht macht und hier im falschen Winkel das lässt, dann kriegt man den Gimbal nicht geöffnet. Und wenn man da aber wirklich mit Kraft dran ziehen würde, kann ich mir zumindest vorstellen, dass das irgendwie auch eine Beschädigung am Gimbal mit sich bringt. Und da ist der OM4 tatsächlich einfach simpler. Da kann man nichts falsch machen. Der wird aufgemacht, dann ist er auf. Beim Zuklappen wird er wieder zugemacht und ist dann eingerastet. Und das kann man auch machen, wenn es hektisch ist, wenn es schnell gehen muss, wenn man bloß einfach reinlangt, nicht nachdenkt und wutsch das Ding aufmacht, dann ist der offen. OM5, ja, aufklappen, es ist auch nicht schwer, ehrlich gesagt. Also aufklappen, hochziehen, das geht schon auch, ist eine Gewohnheitssache. Ne? Was mich allerdings, wenn ich es jetzt gerade schon da habe, so ein bisschen stört, dieser Klappmechanismus, der wackelt da immer so ein bisschen rum. Also das Ding ist nicht direkt lose, aber es ist auch nicht wirklich fest. Da ist so ein kleines Zeichen drauf mit einem Schloss. Das tut so, als würde der da einrasten können. Zumindest habe ich das Gefühl, aber da rastet nichts ein. Also der ist so ein bisschen wacky. Tja. Ein weiterer kleiner Nachteil des OM5 ist, dass man die Klammer für das Smartphone, wenn man sie nicht am Smartphone hat, im zusammengefalteten Zustand nicht am Gimbal lassen kann. Das liegt schlichtweg daran, dass das Gelenk sich hier in den Griff hineinschmiegt, und wenn da die Klammer dran ist, dann klappt das nicht, er faltet dann einfach nicht mehr zusammen. Beim OM4 ist das problemlos machbar. Den nimmt man einfach und klappt ihn zusammen und dann ist die Klammer da einfach dran. Warum ist das wichtig? Naja, die Klammer ist jetzt nicht winzig, die geht nicht so super leicht verloren, aber unter Umständen tut sie es eben doch. Die kann in der Tasche mal ganz nach unten rutschen und wenn man es dann sucht, ist das Ding irgendwie ganz hinten mal reingerutscht und vielleicht doch einfach weg. Während wenn es am Gimbal hängt, der Magnet ist recht stark, dann verrutscht da auch nichts. Es kommt ins Beutelchen gemeinsam rein und dann ist die Klammer immer da, wo man sie sucht. Also von daher, das ist ein kleiner Vorteil für den OM4. Der nächste wichtige Unterschied ist die Batteriekapazität. Der Akku des OM5 ist erheblich kleiner als der des OM4. Kein Wunder, in den ohnehin schon kleineren und schmaleren Griff muss ja auch noch der Selfie-Stick reinpassen. Und während der OM4 eine Batterielebensdauer von 15 Stunden hinbringt, schafft der OM5 gerade mal so gute 6 Stunden. Die Werte konnte ich tatsächlich im echten Leben auch bestätigen. Der OM4 wird gefühlt nie leer und beim OM5 werden die Punkte in der Batterieanzeige schon auch mal weniger über den Tag. Aber nachdem ich den Gimbal nicht den ganzen Tag anlasse, reicht es bei mir in meinem Setting bequem für einen ganzen Arbeitstag auf einer Messe oder einer Pressekonferenz. Auf der anderen Seite, der zusätzliche Puffer, den der OM4 bietet, der ist unter Umständen auf Reisen ganz nützlich, wenn man zwischendrin nicht laden kann. Außerdem hat der OM4 noch die Möglichkeit, als Powerbank zu gelten für das Handy. Man kann ihn also wirklich als zusätzlichen Akku benutzen. Ansonsten, die Traglast, die wir vorher gehört haben, ist bei beiden Gimbals zwar gleich, nicht aber der Bewegungsradius. Der ist beim neuen Modell vor allem in der Neigeachse deutlich eingeschränkt.
Also gut, der letzte Unterschied zwischen den beiden Geräten liegt im Preis. Der OM5 kostet derzeit Ende 2021 rund 160 Euro, der OM4 SE nur etwa 100 Euro. Das ist ein gutes Drittel weniger. Okay, letzter Teil, welcher Gimbal ist besser, welcher ist für wen geeignet? Ich würde mal sagen, Bewegungsradius, Robustheit, Akkulaufzeit und Preis sprechen für den OM4 SE, aktuelle Version. Wer vorwiegend andere Menschen filmt, Familie, Sport, Landschaft, auch Tiere, und nicht auf jedes Gramm Gepäck achten muss, der ist mit dem OM4 besser bedient. Auf der anderen Seite, wer auf kompakte Transportmaße und geringes Gewicht Wert legt, kommt am OM5 kaum vorbei. Das ist echt viel Leistung in einer sehr kleinen Packung. Und wer sich viel selbst filmt für Social Media als Reporter, wird den integrierten Selfie-Stick durchaus auch lieben. Man hat bei gleicher Handhabung einfach mehr Kontext im Bild und ist mit seinem Gesicht nicht so penetrant im Schirm. Das ist gar nicht so falsch, wenn man so ein Teil dabei hat. Wenn Sie jetzt noch mehr wissen wollen, habe ich hier nochmal den OM5 samt Selfie-Stick im ausführlichen Review und ein Tutorial zur Bedienung von OM4 und OM5, App und Ähnlichem, versuche ich da unten irgendwo hinzusetzen. Genau. Tja, das war's auch schon. Tschüss, bis zum nächsten Mal.